Hallo zusammen, heute ist unser Thema, wie könnt ihr als Einsteiger mit dem Ausdauertraining am effektivsten beginnen? Auf dieser Grafik seht ihr veranschaulicht, wie ihr als Anfänger vorgehen könntet. Auf dieser Achse seht ihr die Leistung auf dem Ergometer. Und auf dieser Achse die Dauer einer einzelnen Trainingseinheit. Das sollen jeweils die einzelnen Termine sein, an denen ihr trainiert. Und die Wattleistung ist hier als lila Kurve dargestellt. Beim ersten Training zum Beispiel macht ihr insgesamt das Ausdauertraining für 20 Minuten. Und da ihr euch vorgenommen habt, ungefähr eine gute halbe Stunde zu investieren, versucht ihr am ersten Schritt erst einmal die Dauer auf dem Ergometer bis auf eben diese 30 Minuten zu steigern. Die Ausdauer, die Intensität auf dem Ergometer ist dabei schon leicht angestiegen, Richtung 100 Watt. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr die Dauer von einer guten halben Stunde insgesamt schon erzielt habt, versucht ihr danach konsequent die Intensität auf dem Ergometer zu steigern. So dass ihr hier sehen könnt, dass ihr beim siebten Training eben schon eine deutlich höhere Leistung auf dem Ergometer über eine halbe Stunde geschafft habt. Steigert zuerst die Dauer und Häufigkeit des Trainings auf das Maß, was ihr bereit seid zu investieren. Danach solltet ihr die Intensität schrittweise auf dem Ergometer steigern. Denn so könnt ihr auch mit einem relativ geringen Zeitaufwand gute Ergebnisse erzielen.